Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch auf der vergessenen Himmelsinsel und wollen den zweiten Schrein erledigen, der hier vor uns liegt, den wir mit unserem wundervollen, selbstgebastelten Floß erreicht haben. Und ihr wisst ja noch, da hinten haben wir unsere beiden Krogfreunde getroffen. Gut, keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin extrem gespannt. Und wir starten einfach mal los, oder? Ich mach mal die Kamera an. So. Ja, ich sitze halt nicht mehr mittig, ne? Da muss ich mir echt noch was überlegen, wie ich das hinbekomme, weil meine Kamera jetzt neben... Das ist irgendwie unzufriedenstellend, ne? Sonst wartet mal eben. Ich könnte aber einfach... ein bisschen tricksen, oder? Guck mal, der Winkel richtet's doch. So ist doch super. Ich habe aktuell mein Ringlight aus, weil es draußen recht hell ist. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich so halbgesichtlich überlichtet bin. Aber dann brauchen wir nicht unnötig hier groß das Lichtwerk anschalten. Gut, also zweiter Schrein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin extrem gespannt. Und denkt dran, dass uns auch noch die riesige Eisfläche da vorne erwartet. Keine Ahnung, was da noch alles kommt. Okay. Ich suche auch immer noch verzweifelt, aua. Ich suche auch immer noch verzweifelt nach einem Oberteil, aber naja, ist egal. Erinnert mich ein bisschen an Prince of Persia. The True Thrones, oder? Wie ist nochmal der dritte Teil? Sands of Time, Warrior Within und True Thrones, oder? Ich meine schon. Und da passiert es ja dem Prinzen von... dem Prince of Persia, auch, dass er von einem Dämon besessen wird und dann auch so eine Art Kette in seinem Arm hat. Da muss ich gerade dran denken. Okay. Oh Mann. Gut, wir gehen nach oben. Inizza-Schrein. Mal schauen, ob wir da drin etwas zum Sprengen kennenlernen. Generell bin ich auch sehr gespannt, ob wir noch die alten Sheikah-Fähigkeiten lernen. Wie die Bomben oder das Stasis-Modul. Die Eisplattform meinetwegen. Ist ja aktuell noch alles weg. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch was von kommt. Es ist ein neues Update für mein Mischpult da gewesen. Ich hoffe, es funktioniert alles wie sonst auch. Es ist die erste Aufnahme mit dem neuen Mischpult-Update. Was ist das? Sieht aus wie ein riesiger Leuchtstein. Aha. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Eieieiei. Okay. Ist auf jeden Fall auch was anderes. In Breath of the Wild ist man immer mit so einem Aufzug runtergefahren. Jetzt haben wir hier diese, ja, Portale würde ich es mal nennen. Ah. Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Aha. Hm. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilden neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm dir doch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu verstärken.
Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Danke, Ranru. Armkraft auswählen. Ja, das kennen wir ja. Okay. Kombinationen. Oder Kombination. Iniza-Schrein. Die Musik ist auch entspannter, oder? Die war ja in den alten Schreien immer so. Ultrahand-Synthese. Das ist ein rostiger Zweihänder. Dieses Schwert lag lange Zeit im Freien und ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Als Waffe gerade noch zu gebrauchen, aber sehr lange wirst du nicht Freude daran haben. Okay, jetzt haben wir hier ein recht stabiles Steinhindernis. Okay. Und nehmen jetzt einfach mal Synthese. Okay. Fels. Aha. Und jetzt macht sie 8 Schaden. Die Waffe, das Schwert, statt 6. Felshammer. Okay. Alter Holzschild. Okay. Ja, ist ziemlich abgedreht. Felsschild. Alter Holzschild plus Fels. Ein alter, abgenutzter Holzschild, der lediglich leichten Angriffen, zum Beispiel mit Pfeilen, standhalten kann. Ich mag Steine und ihr so? Wo wäre das denn zum Beispiel cool? Hier, guck mal, das wäre doch lustig, oder? Ah, ich mag die Musik. Okay. Also ich find's nicht so nett, dass wir die ganzen alten Säulen hier kaputt machen, aber... Oha. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Holzpfeil mal 5. Dankeschön. Die Kisten sind echt schick. Und diese Malereien hier sehen aus wie Schuppen, oder? Feuerfrucht. Synthese Angriffsstärke. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Hitze. Sie stimuliert den Muskelaufbau und erhöht als Kochzutat die Angriffskraft in heißen Umgebungen. Oh no. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ja, okay, aber... Material an Pfeilen befestigen. Befestige Materialien aus deinen Taschen an Pfeilen. Bogen spannen, auswählen, gedrückt halten. Ein Apfelpfeil? Schaden plus 1. Oh.
Oha. Würde ich Schaden minus 1 machen. Das ist geil. Okay. Und das ist jetzt auch die Synthesefähigkeit, ja? Ich würde aber einfach mal einen normalen Pfeil nehmen, weil ich ja clever bin und sparen will und würde einfach mal hier anzünden. Wie wär's damit, ha? Kleiner Schlüssel. Ein Schlüssel, mit dem sich eine Tür in einem Bannschrein öffnen lässt. Ich kann euch aber jetzt schon ankündigen, dass wir durchaus auch Waffen ohne Modifikation benutzen werden. Ich find's cool, aber nicht so richtig stylisch. Das heißt, das ist auch eine Synthesewaffe, ja? Aber erhöht natürlich auch die Haltbarkeit, ne? Ist schon eine Überlegung wert, sagen wir es mal so. Okay, aber coole Fähigkeit, vor allen Dingen, diese Feuerfrucht ist auf jeden Fall neu. Und dass man jetzt Pfeile modifizieren kann, finde ich fast noch mit am spannendsten. Coole Tür. Naja, naja. Ungeahnte Möglichkeiten, ne? Oha. What? Oh yeah. Alpha-Elite-Konstruktoren. Das können wir auch wieder als Pfeilspitze benutzen. Das ist ja 5 Synthese-Angriffsstärke. Wellenförmiges Horn mit Klingen auf beiden Seiten, die so scharf sind, dass ihnen kaum ein Material widerstehen kann. An einer Waffe befestigt, erhöht das Horn die Angriffskraft. Können wir das denn auch an ein Schwert machen oder sowas? Oha. Konstruktbogen. Von Elite-Konstrukten verwendeter Bogen. Einfach konstruiert, jedoch aus feuerfestem Material. Im Gegensatz zu hölzernen Bögen verbrennt er daher nicht. Das ist einhändiges Schwert mit Stein dran. Okay. Ja. Nur mal Interesse an, aber bringt das was? Nö. Okay. Ja, okay, also eine coole Idee auf jeden Fall. Was ist das hier? Was ist Wiss? Wiss? Kann das brennen? Oh no, ich will nicht. Aua! Ist das? Stach, es ist eine Synthese-Sache. Synthese rückgängig. Oha. Klar. Mhm. Jetzt wollte ich gerade schon das Parasegel aufmachen. Thank you.
Aber das sind keine Synthese-Sachen. Okay, also die Feuerfrucht kann man wirklich nur als Fallmaterial benutzen. Okay. Abgefahren. Wow. Ja, eröffnet natürlich endlos viele Möglichkeiten. Müssen wir nicht drüber reden. Wir haben jetzt Dornen. Jetzt haben wir Dornen und Schild. Dornen und Schwert. Jedes Schwert, jede Axt, jeder Hammer. Ich weiß es nicht. Es sind natürlich endlos viele neue Waffen, die man machen kann. Immer noch gruselig. Okay. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Segenlicht. Yay, und wir wurden geheilt. Dankeschön. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ah, ist cool. Ist aber interessant, weil wir natürlich diese ganze Hylia-Gottheit-Geschichte ein wenig abschütteln und dass ich jetzt beinahe nur noch um die Sonau dreht. Denn auch diese Schreine sind ja von den Sonau, oder? Diese Bannschreine? Meister Link. Ich bin hergekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Ja, bitte sehr. Was ist das? Aha. Batterie. Von einem Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es ermöglichen, dass du die Batterie am Gürtel befestigen kannst. Deswegen hängt das Pura-Pad auch nicht am Gürtel, ich verstehe. Es handelt sich dabei um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden, die Sonau-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider kein Sonau-Bauteil. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Ich liebe ihn. Ich liebe dich! Ah. Wir brauchen gar nicht mehr aufsprengen, ich verstehe schon. Nee, du hast mich entdeckt. Nee. Ich verstehe. Lulululululala. Ja, Holzpfeil, okay. Ja, ich will mich ja nicht beschweren, Leute, aber wo ist mein Oberteil? Es handelt sich dabei um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden, die Sonau-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider keine. Wie schon gesagt, geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Pass gut auf dich auf. Ich liebe die Konstrukte. Ohne Scheiß, ich finde die so geil. Okay. Ah, Leute, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier? Ah ja, ah ja, ah ja. Jo, jetzt können wir alles machen. Können wir...
10 Schaden, all. Wow. Oha. Mega Reichweite. Klar. Es ist schon ulkig, aber es ist cool. Boah, mega Reichweite. Ja, ich verstehe schon. Wir können so natürlich unsere Waffen. Wie lang. Ja, die. Können wir denn da auch einfach nur einen Stock dran machen, vielleicht, dass die nicht so ultra lang wird? Und ein Schild mit dem Stock dran finde ich ganz lustig. Wobei natürlich das schon ein Unterschied ist von der Reichweite her. Wenn man jetzt mal überlegt, wir kämpfen gegen Leunen oder sowas, die auch mit ihren mega langen Waffen kommen und dann können wir jetzt elegant. Ja, ich weiß es nicht. Das kann schon einen entscheidenden Unterschied machen. Und worüber ich nachgedacht habe. Ach du Schande, das sind das viele. Spinne ich da. Sowas will ich auch haben. Das ist eine Fliegenklatsche. Oder eine Hylianerklatsche. Tauschen! Oh mein Gott, ist das gut. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund des Gewichts leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten als Waffe verwenden. Oh mein Gott, das ist ein Ast mit der Klinge dran. Auf den Boden. Zurück. Wählen. Sortieren. Zurück. Oh, das ist geil. Okay, jetzt können wir... Okay, man braucht nicht mehr... In Breath of the Wild ist die Kiste automatisch zugegangen, man musste eine Waffe wegwerfen und dann konnte man erst die Kiste looten. Dass man jetzt tauschen kann, ist neu. Wow. Unglaubliches Komfortfeature. Da hinten waren wir, da ganz hinten. Ich liebe große Spielwelten. Ich habe Angst vor dem. Ich will nicht von diesem riesigen Klepp gekleppt werden. Ist ja total cool. Oh! Hoho! Brettfächer. Jetzt haben wir nur coole Waffen, ne? Wir wedeln damit einfach. Man könnte von absurder Größe sprechen. Würde ich auch tun. 7 Schaden, falls sie so klein ist. Das ist aber echt cool. Kochen wäre vielleicht gerade auch gar nicht so verkehrt, oder?
Ja, ich weiß schon. Dubiose Matsche. Ja, es war wegen der Sportkröte. Ja, ich weiß schon. Synthese, Angriffsstärke 1. Jetzt wäre die Frage nochmal. Müssen wir jetzt schon irgendwas machen für Kälteresistenz? Spurt, Pilzspieß. Wir haben Chili. Ah ja, wärmt sie den Körper. Scharfes Kochobst. Lässt sich große Kälte aushalten. Level 2. Da müssen wir jetzt ein bisschen daran werken, dass wir irgendwie oben in der Kälte überleben können. Warum nicht? Nein! Okay, da müssen wir aufpassen. Da haben wir jetzt den Chili-Effekt nicht drin gehabt. Machen wir wieder das hier. So, wie viel Kälteschutz haben wir jetzt? 3, 6, 9. Eieiei. Ja, okay. Ja, sollte eigentlich ausreichen. Sollte ausreichen, um zumindest kurzzeitig oben hingehen zu können, in die kalten Regionen. Sorry, Fischies. Da ist sogar so ein Bauteil für einen Fächer. Das ist irre. Ich bin zwar ein großer Freund von klassischen Schwertern, aber... er öffnet natürlich ungemein viele Möglichkeiten. Gut, wir gehen mal durch die Höhle durch. Mal schauen, was hinten auf uns wartet. Hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nee. Okay, ab durch die Höhle, hä? Ab durch die Höhle. Entdeckt. Höhle am See. Das ist eine Höhle. Es gibt eine Höhle. Okay, ja, das ist die erste Höhle, die wir betreten. Es gab in Breath of the Wild ja so ein paar Erdhöhlen, wo ein Tempel drin war oder sowas. Oder diese unterirdischen Dinger, wo dann die Wächter drin waren als kleine Falle oder sowas. Aber eine richtige Höhle? Leuchtsamen. Samen von Leuchtfarn, der in Höhlen oder Brunnen wächst. Bei Stoß eine Wirkung erblüht an Ort und Stelle sofort eine Pflanze, die ein zartes Leuchten von sich gibt. Oha. Ja, ich... die guten alten Flederbeißer sind auch wieder da. Flederbeißerauge. Eine mysteriöse Kugel, die Daten in ihrer Umgebung erfasst und analysieren kann. An einem Pfeil angebracht lässt sich dieses sein Ziel... was? An einem Pfeil angebracht lässt sie diesen sein Ziel von selbst verfolgen. Verfolgerpfeile? Von besiegten Flederbeißern hinterlassenes Material. An einem Pfeil oder einer Waffe befestigt ermöglicht es Angriffe über höhere Distanz. Dann machen wir die Flügel an den Pfeil dran. What? Okay.
Das erklärt doch die Bernsteinform, weil das jetzt eine Art... What is that? Hallo? What are you? Freund oder Feind? Gut. Das war so ein kleines Ding. Ich wollte dir nicht wehtun. Sorry. Was ist das denn? Majoi Signum. Was? Diesen schwachblau schimmernden Gegenstand hat die mysteriöse Höhlenkreatur Majoi hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Oh Gott. Jetzt wird's aber abgefahren. Bernstein. Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall draufschlägt, entstehen Funken, die Feuerholz in der Nähe entzünden. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. Rhodonit. Ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Es wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten. Er zielt sehr hohe Preise. Ich glaube, den haben doch die, nicht die Goronen, die, sag schnell. Gerudo. Die Gerudo haben die doch gesammelt. Ganz viele Leuchtsamen, ja. Kann ich das an Pfeil machen? Ups. Okay, bringt aber nicht viel. Wow. Also das ist schon echt Wahnsinn. Oh, ich mag das. Ja, die kennen wir ja in klein. Also so ein großes Tier haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wie hießen die? Oh Gott, Stern, tatsächlich. Es haben unten ein Batteriesymbol. Majoi. Also wir kennen die Kleinen ja. Die haben, glaube ich, Rubine hinterlassen, wenn man die gejagt hat in Breath of the Wild. Aber die Großen kenne ich jetzt noch nicht. Steinsalz. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in viele Gerichte gehört. Pur ist es allerdings ungenießbar. Heißt, können wir wieder ein bisschen feiner kochen, aber wie groß die Höhlen auch sind, ne? Riesenleuchtsamen. Samen von Riesenleuchtfarn, der in Höhlen oder Brunnen wächst. Erschütterungen lassen ihn an Ort und Stelle erblühen und die Umgebung in helles Licht erstrahlen. Aha, aha. Ja! Alte Toga. Altmodische Oberbekleidung, die sich trotz diverser Löcher angenehm tragen lässt. Falten sind allerdings nahezu unmöglich, aus ihr herauszubekommen. Wer kennt das nicht? Oh mein Gott, seid ihr bereit? Es ist wunderschön. Das finde ich ja jetzt schon richtig schön. Das Brett am Schild. Ah, die Höhlen gefallen mir. Ja, sind die auch... Ach, guck mal. Kleine Haken dran, wir haben alles gesammelt. Okay. Oh ja, das kenne ich doch aus dem Trailer. Ja. Dafür die Batterie, okay. Ich verstehe schon. Ich mag das Outfit. Das ist das Erste. Ja.
Nur mal rein Interesse halber. Boah! Bernstein plus 4. Ah gut, das lohnt sich aber natürlich nicht, ne? Zumindest Edelsteine zu verschießen ist schon ziemlich bitter. Ultrahand. Himmelspilz. Und noch ein Konstruktbogen. Ausdauerknolle. Ein flacher Stein. Warum darf ich die von unten nie greifen? Oder bin ich zu tief? Liebe Plattform, mach mir bitte mal hier den Weg. Sehr schön. Bernstein. Habe ich gerade einfach so verschossen. Oh, ein Gewitter's gerade. Guck mal. Ja, wie kriege ich das jetzt hin hier, ne? Das ist jetzt die wahrscheinlich beste Frage. Also die Plattform zu greifen ist ganz merkwürdig. Warum kann ich die jetzt nicht greifen hier? Dass ich so hoch komme, oder? Ja, doch, das schaffen wir. Ja, das ist mir noch ein Rätsel. Also diese Plattform, klar, der Sinn ist, dass man eine Stufe baut, alles gut, aber wahrscheinlich muss man eben einfach eine Stufe bauen, ne? Problem gelöst. Sind einmal über der Höhle drüber. Die war echt cool. Also es ist schon mal eine überraschende Neuerung, wenn man auf einmal durch so eine große Höhle geht. Jetzt sind wir oben drauf. No, shit. Aha.
Natürlich im ausgehöhlten Baumstamm. Wo auch sonst. Okay. Da war der Schrein, ja. Stampf, 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 Stampf. Steichwürmchen. Und da unten haben wir schon unsere Konstruktfreunde. Aua! Oh, Rauru! Hallo! Hallo! Zuerst erschufen wir die Diener-Konstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle, ein jenes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Du solltest dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Hier sind auf verschiedene Tätigkeit spezialisierte Konstrukte am Werk. Einige von ihnen sind kundiger, als wir es je waren. Du solltest dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Okay. Ist das eine Fessel? Ja, ja. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft hier. Ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Feuer, oder? Wir nehmen mal einen Feuerstein. Einen Holzbündel. Unser rostiges Schwert. Und machen uns ein Lagerfeuer. Das ist Breath of the Wild, ne? Also das ist jetzt nicht neu, das kennt man schon. Und wir warten mal bis morgens. Geil, oder? Wie man aus verschiedenen Items Neues herstellen kann. Und das ist, wie gesagt, nicht neu. Das ging vorher auch schon. 5 Uhr morgens. Ah. Aber auch sehr gnädig, dass es hier keinen Regen gibt, ne? Durchgehend Sonnenschein. Ah. Ich will sie nicht wecken, wisst ihr? 3 Stück sogar. Ich sortiere schon mal ein bisschen. Schlaft ruhig weiter, ihr habt noch eine Stunde. Diese Teile werden noch benötigt. Solltest du welche nutzen wollen, bitte bediene dich am Ufer. Wie soll man sich hier nur in Frieden von der Arbeit ausruhen, wenn ständig jemand seinen Schabernack treibt? Ihr seid doch Konstrukte zum Helfen. Jetzt verbietet ihr mir einfach hier meine Turbine zu nehmen. Ja, kenne ich aus dem Gameplay-Trailer damals, in dem man sich so ein Turbofloß gebaut hat. Also der ist schon mal nicht nett.
Können wir uns schon mal merken. Boah, ich war heute, also draußen ist unglaublich schönes Wetter gewesen heute. Und ich glaube, meine ganze Stirn ist verburnt, oder? Sieht gar nicht so schlimm aus. Ich habe nichts gesagt. Okay, so was ist jetzt hier los? Wir haben das Solo-Bolt-Helde, doch ich erkenne nicht, wie dies uns aus unserer Lage hinaushelfen könnte. Sonau-Bauteil? Du bist nicht vertraut mit Sonau-Bauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich dir alles genau erläutern. Ein grünes Objekt wie dieses ist ein Sonau-Bauteil. Dieses hier etwa nennt man im genaueren ein Ventilator. Versetzt man ihm ein Hieb, beginnt es Wind zu erzeugen. Vielfältig und vorteilhaft. Es gibt etliche verschiedene Sonau-Bauteile, die allerlei unterschiedliche Zwecken dienen. Einsatz von Sonau-Bauteilen erfordert gewisse Menge Energie. Daher benötigst du eine Batterie. Verzeihe die Abschweifung, kurz und knapp steht weiter fest, dass wir einen Fluss benötigen. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen praktisch, sei kreativ, dann belehrst du den Umgang mit ihnen in Ruhe. Die Flöße sind schwer beschädigt, im Moment helfen da auch keine Sonau-Bauteile weiter. Sonau-Bauteile? Ja, solche Komponenten sind wichtige Werkzeuge in unserem Alltag. Sind sie dir nicht bekannt? Sie machen das Alltagsleben in diesem Ort erst möglich. Ich empfehle dir sehr, ihren Gebrauch zu erlernen. Leider kann ich dich nicht selbst unterrichten. Ich muss darüber nachdenken, wie man die Flüsse reparieren könnte. Frage das Konstrukt vor dem Ventilator, um mehr zu erfahren. Diese Flüsse sind schwer beschädigt. Ich weiß nicht, ob es uns gelingen wird, sie zu reparieren. Das ist ein Problem. Wir verfügen zwar über Sonau-Bauteile, doch solange das Fluss nicht repariert ist, nützen sie uns wenig. Der sagt wahrscheinlich das gleiche wieder, ne? Mhm. Okay. Okay, also. Ist natürlich ganz easy. Gefahr. Darf ich hier mal gegenhauen? Guck mal. Okay, wir dürfen es also auch nicht in... Ja. Jedenfalls, wenn man dagegen haut. Aber unser Akku wird leer. Okay, wir haben nur eine Akkuaufladung. Ich verstehe. Ah ja, okay. Okay, das heißt, wir haben unten aktuell nur eine Batterie dran von möglichen 8, wenn ich das richtig sehe. Und dann wird auch immer unsere Batteriekapazität größer. Ah ja, okay, okay, okay. Und dann brauchen wir irgendwie nach hinten Antrieb. Dann hier vorne noch ein Wellenbrecher dran, oder? Weil so baut das ja jeder, oder? So. Und das soll jetzt funktionieren, ja? No, wir haben Zug nach hinten, zur Seite. Abbruch. Ich glaube, das Brett war ein Fehler. Ich möchte mal nur das hier anschalten, geht das?
Ja. Versuch Nummer 2. Ja, man hat einen Linksdrall. Guck mal, wahrscheinlich wegen der Strömung, oder? Gar nicht mal so einfach, oder? Aber cool. Alles klar. Okay. Wie komplex soll es bitte werden, wenn wir irgendwann mal über den Hylia-See wollen oder sowas? Bekommen wir dann unser Eismodul nicht zurück, oder? Das ist natürlich auch hart. Keine Eisblöcke mehr aus dem Wasser. Oh Mann. Haben wir so oft gemacht. Hallo? Oh, du bist in diese Richtung unterwegs. Dieser Bergpfad ist äußerst unwegsam. Bewege dich stets so, wie es das Terror von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zu bewältigen des Bergpfads ersonnen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Oh ja, bitte. Sehr gut, also dann. Feuer ist nahezu unerlässlich zu bezwingen des Pfads. Es dient zum Kochen und hält den Körper warm. Und wie mache ich Feuer? Ich empfehle Feuerstein als Grundlage, um ein Feuer zu entfachen. Lege einen Feuerstein auf oder neben ein Bündel Holz. Schlage ihn dann mit einer harten Waffe aus Metall oder Stein. Es gibt noch weitere Arten, ein Feuer zu entzünden, doch einfache Methoden sind anfangs oft die nützlichsten. Möchtest du auch etwas über das Kochen erfahren? Wie kann ich kochen? Kochen kannst du jederzeit und überall. Du benötigst dafür nur einen Topf und ein offenes Feuer darunter. Eine sehr bewährte Art zu kochen ist es einfach nach Lust und Laune Zutaten zusammen in den Topf zu werfen. Auch ein sorgfältiges Auswählen der Zutaten ist möglich, um Gerichte mit verschiedenen Wirkungen zuzubereiten. So ist es mit der Wahl der richtigen Zutaten ein leichtes, sich mit Essen gegen ein eisig kaltes Klima zu wappnen. Kleingetier und Monster teilen jedoch verderben jedes Gericht, nur zu sich stattdessen zu brauen von Medizin. Auch die richtige Medizin kann sich auf Bergtouren wärmen oder gar deine Ausdauer wieder auffüllen. In jedem Fall ist der allererste Schritt der gleiche. Ein Feuer muss gemacht werden. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Bitte pass auf dich auf. Ich mag die Konstrukte wirklich sehr gerne. Heißt das, wir kommen jetzt schon ins Eisgebiet? Ah ja, guck mal, jetzt brennt das hier. Ja, gut. Aber wir haben ja kein, ne? Medizin. Wir haben ja keine Tiere, die uns helfen, gegen Kälte klarzukommen. Oder? Oh, ich mag das Outfit sehr gerne. Okay. Ja, wir können aber... Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben ja vorhin erst gekocht. Leute, ich hab euer Floß. Naja, wir hören uns eh nicht. Ehrlich, jetzt kommt schon das kalte... Aua! Okay, das war jetzt meine Schuld. Wir haben halt so wenig Herzen, dass sich eigentlich Nahrung gar nicht lohnt. Beziehungsweise Nahrung lohnt sich gar nicht. Wow. Hoho, du hast mich gefunden!
Tschüssi! Schon ein geiles Versteck hier unten. Wow. Ich bin beeindruckt. So eine Energiesphäre. Material, das unter anderen Konstrukten als Energiequelle diente. Mit seiner Hilfe kannst du etwas Energie wiederherstellen. Aber die regeneriert sich auch von alleine, oder? Ah, wir haben das Symbol die ganze Zeit nicht gesehen, weil wir keine Batterie hatten. So ist das also. Der Arme. Bleibst du jetzt die ganze Zeit hier? Du kannst ruhig weggehen. Ist okay, ich hab dich ja gefunden. Cooles Versteck. Konstrukt. Feuer machen und kochen sind Kniffe, die auch die schwierigste Bergwanderung erleichtern. Falls du Ratschläge vergessen haben solltest, nur keine Scheu, ich helfe dir jedes Mal aufs Neue mit Freunden. Nee, danke, ich weiß es schon noch. Wiedersehen. Wenn du Ratschläge benötigst, sprich mich gerne jederzeit an. Ach, guck mal, Gesprächslog. Oha, so können wir die ganzen Gespräche nachverfolgen. Keine Sachen mehr, die wir nachher nicht mehr wissen. Ich verstehe schon. So, kommen wir da denn hoch mit unserer Ausdauer? Ja, nicht, oder? Spurpilze. Puh, dann darf ich aber nicht springen, ne? Krass, wir schaffen es. Wow. Boah. Wir hätten auch einfach den Weg gehen können. Aber ich find's cool. Oh, wir laufen auch schneller. Speedlink. Heißt du nicht eine Firma? Okay. Und jetzt kommt schon die kalte Fläche. Und hier ist auch eine Zugstrecke. Ich bin für keine kalten Strecken vorbereitet. Also schon, wir haben sehr viele Mahlzeiten, aber... mental bin ich nicht vorbereitet. Oha. Oh Gott. Eieieiei. Fasskeule. Yeah! Was ist denn eine Fasskeule? Lalalalalala. Ein Fass plus ein Schwert. Ich hab's schon verstanden. Wieder sehr viele Synthesemöglichkeiten hier, aber auch Rohstoffe da drin. Na, die würden wir alle verlieren, wenn wir Synthese benutzen würden. Ein Opal.
Ja, es ist schon verrückt. Also die Möglichkeiten sind dadurch natürlich schier unbegrenzt. Puh, ja. Okay, das ist ziemlich cool. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber ich will eigentlich hier auch mal... Entdeckt! Minenhöhle. Aber ich will doch zu Fuß durchgehen. Ach, du Schande. Hallo? Hallo? Ich habe kein Echo hier, oder? Hallo? 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 Tschö? Nee. Nee, ohne mich. Dann bauen wir uns lieber was Schönes. Megahand. Drehen. Drehen. Es ist halt einfach so cool, ne? Sorry, cooler geht's ja gar nicht. War eine kurze Höhle, war eine kurze Strecke, hat sich vielleicht nicht gelohnt, aber wie geil ist das denn? Okay, das Konstrukt bleibt einfach durchgehend wach. Ich bitte dich, warte. Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Leuchtsamen? Ah, der Name sagt dir also nichts. Die Blume, die dort so schön leuchtet, das ist Leuchtfarne. Wie du sehen kannst, strahlen sie ein helles Licht aus und sind daher sehr nützlich. Vor allem, wenn man so dunkle Bereiche wie diesen erkunden möchte und Licht braucht. Die Leuchtfarne wachsen meistens in Höhlen wie dieser. Allerdings haben meine Artgenossen, die hier ihrer Arbeit nachgingen, bereits die meisten Farne abgeschnitten. Daher rate ich jedem, der herkommt, Leuchtsamen bei sich zu tragen. Sie erblühen jedoch nicht von allein. Stattdessen haben Leuchtsamen eine Eigenheit. Erst wenn man sie schlägt oder mit einem Pfeil trifft, blühen sie auf. Auch dieser Leuchtfarn dort wurde so von mir zum Erblühen gebracht. Wenn du hier weitergehen willst, solltest du also Leuchtsamen benutzen, um damit Licht in deine Umgebung zu bringen. Ist ja wie die dunkle Höhle in Pokémon damals. Du hast Leuchtsamen bei dir, oder? Ja, hab ich. Vortrefflich. Ohne Lichtquelle würdest du dort drinnen voll und ganz im Dunkeln tappen. Farne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, etwa auch in dieser hier, zumindest theoretisch. Denn da diese Höhle so finster ist, wurden bereits alle Farne abgeerntet. Vergiss daher bitte nicht, bei jederlei Höhlenerkundung einen Vorrat an Leuchtsamen bereitzuhalten. Ja, okay. Aber heißt das auch, dass wir die in keiner Form als Fackel nehmen können, wenn ihr wisst, was ich meine? Das ist kein Synthesegegenstand. Aber ich könnte jetzt sagen... Ah, okay. Ich verstehe, wie das gemeint ist. Wir müssen uns also vorarbeiten. Leute, das war's. Ich bin begeistert und... ahne, in welche endlos viele Richtungen uns die Spielwelt führen wird. Wenn wir einen See haben und wir können uns ein Floß bauen, wir können ein Segel bauen, wir können, keine Ahnung, ich will es mir gar nicht vorstellen. Es gibt wahrscheinlich auch wieder Pferde und alles. Oh mein Gott, ich...
Gut, also beim nächsten Mal gibt es die erste dunkle Höhle, leichte Pokémon-Rot-Vibes damals, als ich Blitz nicht hatte und irgendwie blind durch die dunkle Höhle gegangen bin. Ich bin gespannt, wie es wird und freue mich ganz besonders auf das kalte Gebiet, das ja auch damals in Breath of the Wild so die erste Herausforderung gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.